So, was machen wir denn jetzt eigentlich als nächstes? Erstmal das Inventar zu. Ach, jetzt. Wir müssen ja noch die Ruinen platt machen. Na, das war ja mal nix, hä? Weg mit euch! Stofftunika. Abgeschlossen. Benutzt den Wegpunkt. Oh ja, das ist ja schön. Was haben wir denn da? Nichts Besseres. Alles zum Verkaufen. Dann gehen wir nach, ja. Neutristram. Hey. Danke für eure Hilfe. Immer. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und ich muss es machen, wie immer. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Speicherpunkt. Kommt, lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Wie, was, wo? Leerer Ausrüstungsplatz. Ich habe eine Menge leerer Ausrüstungsplätze. Oder sollte ich für den Nahkampf dann eher sowas nehmen? Nee, 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 das bleibt so. Alte Ruinen. Machen wir doch direkt. Hier, lasst mich das Tor öffnen. Adria war meine Mutter. Onkel Deckard hat mich großgezogen. Wie ist das mit eurem Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger. Der starb, als Tristram den Dämonen in die Hände nahm. Ganz cooler Flächenzauber eigentlich, wenn mehrere vor einem stehen. Natürlich nicht so eine Reichweite wie vorherige, aber durchaus brauchbar, das Blitzding. Also komme ich moralisch damit klar. Du alte Tuffe, du. Schaut, ein verborgener Keller. Folgt mir. Ey. Warum müssen die sich mal alles aus der Nähe angucken? Das ist. Ich glaube, eure Mutter hatte mehr Geheimnisse, als euch bewusst ist. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Aber ich habe ihnen nie geglaubt. Der Hauptmann! Der Daldinen-Hauptmann! Heilt mich! Boah. Ich bin wieder gesund. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Ich habe einen magischen Gegenstand gefunden. Was ich gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich durchsuche die Kathedrale, ihr bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Angel ist letzte Nacht zu mir gekommen.
Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es so ist. Jetzt habe ich auf die Null gedrückt und es hat gar nicht funktioniert. Naja. Egal. Der ist nicht schlecht. Fetzt ganz gut, der Kram. Okay, erstmal gucken, was wir da so gefunden haben. Mies. Besser? Mies. Naja, immerhin eine Sache zum Ausrüsten. Das ist schon mal was wert. Den Rest können wir ja verkaufen. Hier muss ich also hoch. Ach, das ist alles, es ist mir viel zu neblig hier. Ich möchte ein bisschen schöne Grafik sehen. So kann man die Grafik natürlich auch, ja, kaschieren, ne? Wir machen möglichst viel Nebel. Gehängte Menschen. Glühe! Ich habe euch alle geblitzt, Dings. Was haben wir da denn? Plus 1 Rüstung. Ein bisschen besser. Dies ist also die Kathedrale von Tristram. Der gefallene Stern ist hier irgendwo. Hey! Ihr habt auf mich gewartet, oder? Überraschung. Ja, hopp! Die Kathedrale. Von Tristram. Das muss der Ort sein, an dem der Stern niedergegangen ist. Vater ist von einem Hauch seltsamer Magie durchsetzt. Ah! Ich hasse es, wenn abgerissene Oberkörper mich angreifen. Das ist nicht gut. Bin ich kein Freund von. Neues Wissen ablehnen. Eine Arschfledermaus. Eine üble Seuche hat das Land ergriffen. Und die Arschfledermäuse haben etwas damit zu tun. Seit ich nach Tristram zurückgekehrt bin, hat sich ihre Anzahl stetig vergrößert. Die bösen Mächte, die hier lauern, verleihen ihnen Stärke. Und ich fürchte, das Schlimmste steht uns noch bevor. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz.
Ja, das zeugt von Liebe, wenn man jemanden ersticht. Mhm, kenne ich. Weg mit euch! Ja, meine Kraft wächst. Ja, servus und für dich und hallo. Was haben wir denn? Gibt es denn irgendwas Neues? Verteidigung. Frostnova. Eine Explosion friert die Gegner in der Nähe ein. Okay. Na, warum auch nicht? Na. Die sind ja alle tot. Ist halt nichts mit Smalltalk, hä? Rumhängen. Ja, ja, ich weiß. Hey, hier ist ordentlich was los, oder? Hier ist echt ordentlich was los. Hier ist ganz schön was los. Oh, naja, warum nicht ein Schild zum Zauberstab? Na, da ist aber meiner besser, der regeneriert Leben. Und Leben regenerieren ist nie verkehrt. Ist durchaus immer zu bevorzugen. Kommt! Ist nicht verkehrt, der Angriff. Kann ich mehrere auf einmal angreifen, das ist ganz gut. Haha, ich bin auch der einzige Mensch, der einen Zombie verlangsamt. Was war denn das für einer, der hier gerade eben gestorben ist? Vor allem, what the fuck ist dieses Fettclubs-Ding? Jetzt alle. Mann, 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 hier geht's echt vorwärts. Neues Wissen. Protesten mögen schwerfällig und gedankenlos erscheinen, aber sie bergen viele Gefahren in ihren unförmigen Körpern. Unter dem monströsen Fleisch lauern Dornen. Und in ihren Körpern nisten widerwärtige Parasiten. Man sagt, diese Gestalten des Grauens wurden von einem großen Übel erschaffen. Eine Düsternis, die ich nicht ergründen kann. Ja, diese Grotesken sind schon so ein bisschen eklig, ne? Rostbrutzel. Ich bin der König des Crossputzelns. Ah!
Brenne! Du Arschloch! Igitt! Komische Egelviecher! Das sah ekelhaft! Du auch. Ihr alle. Brennet. Ich gehe mal eine Etage tiefer. Boah, was hier nicht alles gibt, ey. Shit. Oh. Eine Schärpe. Ja, aber hat keine Lebensregeneration, also lass ich das weg. Ich möchte, dass mein Leben sich natürlich regeneriert. Ja, ist klar, ne? Was die alles Gold dabei haben. Was, wolltet ihr einkaufen bei den Zombies oder was? Sag's euch, bei Zombies einkaufen macht keinen Spaß. Bis auf Führen gibt's da nicht viel. Und das ist mit Sicherheit nicht aus eigener Produktion. Ah! Fragt man sich doch, aus welchem Anus der Hölle seid ihr gekrochen? Verschwinde. Eklig. Eklig ihr seid. Allesamt. Gut, dass die relativ empfindlich auf meine Blitze reagieren. Ey, was ich alles einsammel. Ein Bücherregal. Was finden wir denn da? Gold. Ja, lege ich auch immer in mein Bücherregal. Nie verkehrt. Pulverisiert.